Herzlich willkommen. Lilli Hahn und die deutsche Schachjugend haben mich eingeladen, meine Arbeit mit dem Frauen-Nationalkader vorzustellen und dieser Einladung bin ich natürlich sehr, sehr gerne nachgekommen. Ich möchte euch zunächst eine Übersicht über die Inhalte dieses Videos geben. Wir werden zunächst über die Projekte sprechen, mit denen ich das Frauenschach in Österreich von 2006 bis 2021 gefördert habe. Anschließend möchte ich euch über meine Arbeit mit dem Frauennationalkader von 2017 bis 2020 berichten und die Themen Coaching, Turniere, Erfolge, Rückschläge ansprechen. Nachher setzen wir uns mit den Unterschieden in der Führung eines Männerteams und eines Frauenteams auseinander und sehr wesentlich, denke ich, ist das Kapitel über die Arbeit an den Strukturen. Nun, viel Spaß dabei! 2006 unternahm ich meine ersten Schritte, um das Mädchen- und Frauenschach in Österreich zu fördern. Mädchen brauchen Vorbilder. Und in diesem Sinne und unter diesem Motto habe ich bei mir ein Wochenend-Workshop mit der viel zu früh verstorbenen und tollen Eva Moser organisiert. Wenn ihr euch dieses Bild hier anschaut, dann seht ihr, dass einige der heutigen Nationalspielerinnen damals an diesem Workshop mit Eva teilgenommen haben. Ganz rechts seht ihr Annika Fröbis, daneben Veronika Exler und hier noch Katharina Nevrakla. Auch die anderen sind starke Schachspieler geworden und haben die eine oder andere Jugendstaatsmeisterschaft gewonnen. Ganz wesentlich an diesem Workshop war, dass nicht nur Schach trainiert wurde, sondern wir haben auch einen gemeinsamen Ausflug in den Prater gemacht, sind gemeinsam geschwommen, haben gemeinsam gegessen und das ist ganz wesentlich, vor allem im Mädchen- und Frauenschach, am Teamgefühl zu arbeiten. Weiters habe ich ab 2006 einige Wettkämpfe gegen bayerische Mädchenteams organisiert. In Gedenken an Eva Moser ist vor einigen Monaten dieses wunderbare Buch von Michael Ehn, Kurt Jungwirth und Markus Rager herausgekommen mit vielen Geschichten, Hintergrundinfos und diesen fantastischen tollen Partien, die Eva Moser gespielt hat, sehr empfehlenswert. Seit 2007 mache ich jedes Jahr ein Sommerlager in St. Jakob am Walde, mitten im Wald gelegen, wunderbarer Gasthof, wunderbare Stimmung und es ist immer eine tolle weibliche Trainerin dabei, die sich den zahlreichen Mädchen annimmt. Auch diese gemeinsamen Erlebnisse sind für die Mädchen sehr prägend und halten sie zusammen. 2016 beschäftigte ich mich dann intensiver mit der Förderung des Frauenschachs in Zusammenarbeit mit meinem Schachclub Otterkring, dem ich damals als Obmann vorstand. Wir haben Kontakt zur Gruppe Frau Schach aufgenommen, eine wunderbar organisierte Gruppe in Wien, die sich ab und zu in einem sehr schönen Café treffen, miteinander Schach spielen, miteinander Spaß haben und dort sind ausschließlich Frauen zugelassen. Diese Gruppe Frau Schach wurde von Caroline Spalt, ihr seht sie hier links im Bild, gegründet. Und wir haben diese Gruppe zu uns in den Club eingeladen. Begonnen haben wir mit einem Sektempfang, dann haben die Männer wunderbare Brötchen serviert und anschließend spielten wir ein Teamturnier. Aus diesem Abend heraus haben sich dann mehrere Abende unter dem Slogan Schach- und Genussabend entwickelt. Es gab auch spezielle Aktionen wie am World Women's Day, wo jede Frau ein eigenes Geschenk bekam, oder Chess meets Wine. Und Schritt für Schritt sind dann immer mehr Frauen zu uns in den Verein gekommen. Das Clubleben wurde bunter, es wurde sympathischer und es wurde netter. Und natürlich wuchs auch der Club erheblich an. 2016 haben wir dann als Club überhaupt auch unseren größten Erfolg gefeiert. Wir wurden bei einer Internetabstimmung zum erfolgreichsten Sportverein Österreichs gewählt und haben uns hier vor Basketballvereinen, Handballvereinen und allen anderen tollen Sportarten an erster Stelle platzieren können. Ihr seht hier einige Ausschnitte, einige tolle Bilder von der Kristallgala, an der
dann auch der damalige Wiener Präsident Christian Hurski und spätere ÖSSB-Präsident teilgenommen hat, Generalsekretär Walter Kastner, unser Kassier Adam Steiner, Kurt Jungwirth, Nicola Meyerhuber und mich, seht ihr hier im Bild, und unten alle Gewinner der Kristallgala im Haus der Lotterie unter super viel Prominenz, unter 300 Zuschauern, und wir haben vom damaligen BSU-Präsidenten Hunsdorfer den Kristall, die Auszeichnung für den Verein des Jahres, überreicht bekommen. Die Kooperation mit Frau Schach haben wir dann noch verstärkt und weiter vertieft. Wir haben der Gruppe von Frau Schach 500 Euro an Sponsoring angeboten und die Gruppe Frau Schach konnte sich aussuchen, was sie mit diesen 500 Euro machen wollten. Jetzt könnt ihr mal ganz kurz überlegen, was glaubt ihr, hat sich Frau Schach gewünscht? Ich gebe zu, ich wäre nie darauf gekommen. Sie wünschten sich ein Fotoshooting. Im ersten Moment war ich komplett perplex, aber das stellte sich natürlich auch als Glücksgriff heraus, weil wir wunderbare Fotos für die Förderung von Schach, von Frauenschach verwenden konnten. Auf dem Bild seht ihr hier übrigens Dagmar Jenner, die derzeitige Vorsteherin von Frau Schach. Sie präsentiert beim Mädchen- und Frauenschachkongress in Salzburg 2020 das Wiener Erfolgsmodell. 2018 habe ich dann zwei sehr schöne Kongresse organisieren können, zusammen mit Herbert Ritsch. Auf der einen Seite war hier dieser wunderbare Vortrag mit Judith Polger zum Thema Chess and Economy. Und dieser Vortrag fand in den wunderbaren Räumlichkeiten des Palais Esterhazy statt. Und viele bedeutende Vertreter aus der Wirtschaft waren hier zugegen. An dem einen Tag hielt Judith Polger und ich einen Vortrag, am zweiten Tag spielte Judith dann simultan. Hier sehen wir den Vortrag mit Dana Reitznice-Ozola, die damalige lettische Finanzministerin und gleichzeitig weibliche Großmeisterin. Heute ist Dana in der FIDE sehr, sehr aktiv. Dieser Vortrag über Schach und Politik fand 2018 in Wien im Haus der Industrie statt. Ja, starke Frauen nach Österreich zu holen, um sich hier an diesen Vorbildern orientieren zu können, war mir immer ein ganz wesentliches Anliegen. Ein viel wichtigerer Punkt ist aber noch, dass Frauen sich als Trainerinnen und Instruktorinnen ausbilden lassen und aktiv sind. Und hier haben wir in Österreich ein sehr großes Glück, denn zahlreiche Nationalspielerinnen sind hier ausgesprochen aktiv. Wir sehen Julia Novkovic, die seit Jahren das Schach in Vorarlberg und vor allem das Mädchenschach in Vorarlberg prägt. Regina Bokorner als österreichische Spitzenspielerin haben wir in zahlreichen Workshops eingebunden, um mit unseren besten Nachwuchsspielerinnen zu arbeiten. Annika Fröwis ist im Wiener Jugendkader äußerst aktiv und sehr erfolgreich. Denise Trippold hat hier die Führung im österreichischen Frauenschach übernommen und vertritt die Frauen auch im Präsidium. Ihr seht sie hier beim Vortrag in Salzburg 2020, wo sie über das Gender Gap im Schachsport berichtet. Und Veronika Exler hat zahlreiche tolle und öffentlichkeitswirksame Aktionen gesetzt. Ihr seht sie hier bei ihrem Vortrag in der Instruktorausbildung 2019. Also viele tolle junge Frauen, die hier als Vorbilder für unsere Mädchen in Österreich agieren. Ja, über den Mädchen- und Frauenschachkongress habe ich schon ein bisschen gesprochen. Wir haben diesen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schachjugend organisiert und es wurden zahlreiche hervorragende Vorträge gehalten. Rechts seht ihr zum Beispiel den Vortrag von Nicola Meyerhuber, wie sie hier die Kerngruppe präsentiert, die sich sehr intensiv seit 2020 für das österreichische Frauen- und Mädchenschach einsetzt. Weiters entstanden im Zuge dieses Kongresses ist ein Buch über Mädchen- und
Frauenschach, wo ihr alle Vorträge noch einmal in Ruhe nachlesen könnt. Und ich denke, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Dieser Kongress war auch gleichzeitig Startschuss für eine sehr starke Bewegung im Frauenschach. Neben der Zusammenarbeit mit unseren jungen Spielerinnen, neben den Trainings, die die Frauen geben, ist im Internet eine Menge an Aktivitäten entstanden. Wir haben zahlreiche Vorträge mit starken Frauen über Webinaren gehabt. Wir haben an zahlreichen Mädchen- und Frauenschachturnieren teilgenommen. Und es gab andere ganz tolle Aktionen. Lasst mich aber nun zum Kern meines Vortrags gehen, zur Arbeit mit dem Frauen-Nationalteam. Und starten wir hier beim Märchen von Island, unserem Team 2015. Ja, dieses Team hat mehr erreicht als jedes andere österreichische Team davor und bis jetzt zumindest auch danach. Wir sind natürlich als krasser Außenseiter hier nach Island gereist, haben aber bereits in den ersten Begegnungen tolle Erfolge gehabt. Ein 3,5:1 Sieg gegen ein sehr starkes griechisches Team. Wir haben Armenien geschlagen, eine Nation mit ungeheuer schachlicher Erfahrung, auch im Frauenschach, und hatten dann vor der letzten Runde die einmalige Chance, in die Top 10 zu kommen. Das ist bis jetzt weder einem Männerteam noch einem Frauenteam gelungen. Und es stand uns Georgien im Weg. Georgien, die Weltklasse-Mannschaft schlechthin, das Land mit der meisten Erfahrung, mit der meisten Tradition im Frauenschach. Und angeführt wurden sie von einer Großmeisterin mit über 2500 Elo, auch auf Brett 3 noch eine fantastische Spielerin und selbst auf Brett 4 eine Spielerin mit über 2400 Elo. Wir waren also krasser Außenseiter. Doch dann geschah das Wunder und es war ein 1,5:1 im Ergebnis und das Spitzenbrett lief noch. Regina spielte hier die letzte Partie und ein Remis reichte, um in die Top 10 zu kommen und die Erleichterung, als die Gegnerin Remis anbot, bei beidseitiger knapper Zeit in hochkomplizierter Stellung, war natürlich groß und die österreichischen Frauen schafften zum ersten Mal eine Platzierung in den Top 10. Von den Punkten gleich mit Platz 4 mit Mannschaften wie Polen, Frankreich, Ungarn, Deutschland. Unglaubliche Überraschung und insgesamt nach der Zweitplatzierung blieb dann der 9. Platz. Wir spielten im Team Teisel Regina Bokorna auf Platz 1, Katharina Nevrakla auf Brett 2, Veronika Exler auf Brett 3, Kopenitz Anna Christina auf Brett 4 und Annalena Schneck auf Brett 5 und alle schlugen sich hervorragend. 2018 gelang dann die nächste tolle Platzierung, die nächste Platzierung, die es bis dahin zumindest im Frauenschach noch nicht gegeben hat, nämlich ein 2. Platz beim Mitropa Cup in Italien. Hier glänzte vor allem auf Brett 4 Denise Trippold mit 100%, 6:6, waren eine Glanzleistung, die unsere Mädchen ganz nach vorne gebracht und fast auch auf den 1. Platz gebracht hätten. Denn bis zur Schlussrunde war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Deutschland. Und Deutschland spielte mit dem vollen Nationalteam. Brett 1, die wunderbare Elisabeth Peetz, aber auch Brett 2, 3, 4 und die Ersatzspielerin Annemarie Mütsch waren ausgesprochen stark. In der Schlussrunde trafen wir dann auf dieses deutsche Team, doch zur ganz großen Sensation zu Platz 1 reicht es nicht. Wir verloren den Wettkampf sehr knapp mit 2,5:1 und so wurde es Platz 2, aber immerhin noch mit 3 Teampunkten mehr als Italien, also eine ausgezeichnete Platzierung, ein ausgezeichnetes Ergebnis, eingespielt vom Team Veronika Exler, Chiara Polterauer, Annika Fröwis, Elisabeth Happala und Denise Trippold. Was mir bei unserem Team immer besonders aufgefallen und was mich immer besonders fasziniert hat, war dieser Einsatz, dieser Zusammenhalt und dieses Kämpfen, ja, bis zum Umfallen. Und dieses Bild sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. Nach der letzten Runde beim gemeinsamen
Abendessen fiel dann die Anspannung ab und Veronika und Chiara fielen hier mitten am Tisch nach dem Essen im Restaurant in einen Tiefschlaf. Sie waren einfach komplett erschöpft und hatten alles in der Tat bis zum Umfallen gegeben. Und dieser Zusammenhalt und dieser Teamgeist, denke ich, hat dem österreichischen Frauennationalteam gerade oft am Ende geholfen und hier konnten noch einige Plätze gut gemacht werden. Ja, das war mein letztes Turnier, mein letztes großes Turnier mit den Frauen in Batumi 2019 bei der Team-Europameisterschaft. Und auch hier spielten die Frauen wirklich sehr stark. Sie erreichten ein 2:2 gegen die sehr starken Teams aus Israel, Slowenien und Spanien. Wir schlugen wunderbare Teams aus Kroatien und aus der Tschechischen Republik mit 2,5:1 und konnten uns um mehrere Plätze von der Setzrangliste hinweg verbessern und eine sehr starke Top-20-Platzierung erreichen. In der letzten Runde kam es zum Aufeinandertreffen gegen dieses fantastische Team aus Spanien und Veronika Exler legte mit einem sehr raschen und von leicht gespielter Hand einen sehr raschen Sieg gegen die internationale Meisterin auf Brett 1. Und wir waren sehr knapp am Gewinn dieses Wettkampfes dran und das hätte uns noch wesentlich weiter nach vorne gebracht, aber auch so eine sehr, sehr schöne Leistung des österreichischen Teams in der Schlussrunde. Lasst uns nun ein bisschen auf die Unterschiede in der Führung eines Frauenteams oder eines Männerteams eingehen. Und ich möchte euch hier meine persönlichen Eindrücke schildern. Good Vibrations sind aus meiner Sicht erheblich wichtiger als beim Männerteam. Sprich, die Stimmung im Team muss passen, dann ist vieles möglich. Wenn die Stimmung schlecht ist, dann brechen viele Teams, wie sich oft gezeigt hat, völlig auseinander. Um die Stimmung hochzuhalten, versuchen wir, so viel wie möglich gemeinsam zu feiern. Pizza essen ist natürlich immer etwas Wichtiges oder wenn irgendein Titel gewonnen wird, dann gibt es natürlich auch Torte. Allgemein lässt sich sagen, dass die Partien bei den Frauen viel länger dauern. Sehr, sehr oft bin ich noch in Stunde 6 im Turniersaal gesessen und habe auf die letzte Spielerin unseres Wettkampfes gewartet. Es wird hier meist bis zum Schluss ausgespielt. Es gibt so gut wie keine Frühremis. Und Aufgaben sind auch sehr selten bis zumindest sehr, sehr spät. Ich denke, man kann auch sagen, dass eine größere Angst vor Fehlern besteht, als den vor Testosteron selbstsicher strotzenden Männern. Allgemein, und da bin ich mir ziemlich sicher, streben Frauen nach mehr Perfektionismus. Möglicherweise auch eine Sache der Erziehung oder eine Sache, die von der Gesellschaft mehr erwartet wird. Aber dieses Streben nach Perfektionismus führt zu Zeitnotproblemen. Das ist ein Punkt, an dem wir sehr viel gearbeitet haben, nur mit teilweisen Erfolgen allerdings. Sie sind weniger pragmatisch. Oft habe ich den Eindruck, an so etwas wie ein mögliches Remis denken sie gar nicht. Ja, das ist ein Ergebnis, das oft ausgeblendet wird und das kostet unter Umständen den einen oder anderen Punkt. Allgemein sind die Mädchen und Frauen meist stärker im Angriff, denn in der Verteidigung. Der Beurteilung von außen wird ein größerer Maßstab zugemessen. Sprich, was der Trainer sagt, was die Funktionäre von außen sagen, was die Zuschauer sagen, das nehmen sie sich oft mehr zu Herzen als die Männer, denen das zum Großteil völlig wurscht ist, was da immer auch dahergeredet wird. Niederlagen kratzen meist mehr am Selbstwertgefühl und gehen mehr an das Innere der Persönlichkeit als bei Männern, die sich natürlich maßlos ärgern, den Zorn dann rasch herauslassen. Und damit ist die Sache dann aber auch schon oft erledigt und dann geht's weiter. Allgemein kann man sagen, dass mehr Emotionen während eines Turniers, aber auch während einer Partie dabei sind und dass es hier größere Probleme im Umgang mit negativen Emotionen gibt. Betonen möchte ich, dass all das, was ich hier gesagt habe, für den Durchschnitt mit Sicherheit stimmt. Davon bin ich ganz überzeugt. Aber im individuellen Fall kann die Einschätzung natürlich komplett anders aussehen.
Hier würde ich euch auch sehr zwei Artikel aus unserem Buch Mädchen und Frauenschach ans Herzen legen. Der eine Vortrag wurde von Dr. Markus Kunze gehalten, ein guter Schachspieler, Vater von drei Kindern, und er hat hier schon mehrere Vorträge gehalten, wo er sich mit seiner Kerndomäne, nämlich mit der Neurowissenschaft, auseinandersetzt. Und hier hat er uns neurowissenschaftliche Überlegungen zum Mädchen- und Frauenschach geliefert und einen fantastischen Vortrag in Salzburg 2020 gehalten. Ein ebenfalls hervorragender Vortrag wurde von Denis Tripold zum Thema Gender Gap im Schachsport gehalten, und er beleuchtet die Thematik, auf die ich vorher eingegangen bin, auch sehr tief und sehr genau. Ja, was sind nun die Konsequenzen für den Trainingsprozess? Nachdem die Partien sehr, sehr lange dauern, ist mit Sicherheit Kondition ein ganz wesentlicher Faktor. Auch der Punkt Verwertung von Vorteilen spielt hier eine wesentliche Rolle. Hier werden oft sehr viele Punkte liegen gelassen und hier ist sehr viel rauszuholen. Ein wenig mehr Pragmatismus an der einen oder anderen Stelle ist mit Sicherheit ein Vorteil und das gehört auch immer wieder besprochen. Wichtig ist, dass der Trainer den Spielerinnen die Angst vor Fehlern nimmt, was manchmal mehr, manchmal weniger gut in unserer Arbeit gelungen ist. Auch die Stärkung von Selbstvertrauen und das Geben von Sicherheit spielt eine enorm große Rolle. Das bedeutet, dass man allgemein den Fokus auf die Stärken legen sollte und das auch bei der Analyse von Partien berücksichtigen sollte und hier gute Momente immer wieder lobend hervorheben muss. Mentales Training kann ich durchaus empfehlen. Natürlich nicht nur im Frauenschach, ich denke, es bringt auch im Männerschach einiges, da man im Schachsport wirklich viele mentale Fehler machen kann. Bereits in meiner sehr erfolgreichen Jugendarbeit mit dem Wiener Nationalkader, aus der sich Spieler wie Valentin Dragnev oder Felix Bloberger entwickelt haben, habe ich Mentaltrainer eingesetzt. Wir haben damals mit dem großartigen Peter Vogel zusammengearbeitet. Beim Frauennationalteam haben wir eine Mentaltrainerin, Denise Salomon, engagiert. Und die Spielerinnen, die das möchten, können jederzeit mit ihr zusammenarbeiten. Und auch das, glaube ich, hat unserem Team viel gebracht, schachlich, aber vielleicht auch in der Entwicklung der Persönlichkeit. Wichtig ist auch, Entscheidungen, die das Team betreffen, den Spielern klar zu kommunizieren. Vieles ist mir in unserer Zusammenarbeit eigentlich völlig logisch und völlig verständlich erschienen, aber für die Spieler ist es dann doch nicht so rübergekommen. Also darauf kann man den Fokus mit Sicherheit noch verstärkt legen. Nach Möglichkeit und Sinnhaftigkeit kann man die Spielerinnen, sollte man die Spielerinnen auch mit einbeziehen. Ich denke, es geht nicht immer. Manche Entscheidungen muss der Trainer glasklar treffen und zu denen auch stehen. Aber an vielen Stellen ist natürlich ein Miteinbeziehen sinnvoll und möglich. Das bringt natürlich aber auch für die Spielerinnen mehr Verantwortung mit sich, zu der sie dann auch entsprechend stehen müssen. Lasst mich auf die Höhen und Tiefen eingehen. 2017, als ich den Frauennationalkader dann endgültig übernommen habe, sind wir an Position 37 in der Weltrangliste gestartet. Der Elo-Durchschnitt der 10 besten Spielerinnen, danach wird bei der FIDE generell gerechnet, lag bei 2173. Am 1. Juni 2019 hatten wir dann unser Best-Ever-Ranking erreicht, Platz 26 in der FIDE-Weltrangliste in den Teams der Frauen. Das entspricht einer Verbesserung um 11 Plätze. Gleichzeitig konnte der Elo-Durchschnitt deutlich über 2200 Elo gehoben werden. Insgesamt wurden also 40 Elo pro Spielerin, zusammen also über 400 Elo-Punkte, dazu gewonnen und das brachte letztendlich diesen Sprung auf unseren bisher besten Platz, nämlich Nummer 26 der Weltrangliste, ein. In den letzten Monaten von 2019 gab es allerdings schwache Phasen. Einige Spielerinnen haben ihr All-Time-High erreicht und konnten es nicht halten. Bei der einen oder anderen Spielerin kamen private Probleme dazu mit sehr starken Auswirkungen auf ihr Schachspiel.
Die Schwankungen in den Elo-Zahlen sind allgemein bei den Frauen aber höher als bei vergleichbar starken Männern, relativ unabhängig von der Elo-Zahl. Also plus minus 100 Elo kommen relativ leicht auch bei erfahrenen Spielerinnen einmal vor. Und das ist nun keine Besonderheit des österreichischen Teams, sondern ich denke, das trifft auf alle Teams zu, die ähnliche Lebensumstände haben wie das österreichische Nationalteam. Dirk Polder von 3, Tisch Bjerek gingen im sehr aktuellen Magazin Schach 5 2021 auf der Seite 12 auch auf dieses Thema ein und sie schrieben: Das ist das Problem mit unseren jungen Damen und trifft generell auf alle, außer auf Elisabeth Petz zu. An einem Tag spielen sie über, am anderen Tag unterirdisch. Bei keiner ist auch nur ein Hauch an Stabilität zu erkennen. Sieht man die Dinge positiv, könnte man sagen, dass das Potenzial vorhanden ist. Diese signifikanten Elo-Verluste kamen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo man kaum mehr Turniere oder keine Turniere mehr spielen konnten. Die Pandemie schlug auch bei uns in Österreich natürlich voll ein und 2020 gab es dann nur relativ wenige Spielmöglichkeiten. Wir haben kleine Wettkämpfe am Brett organisieren können, wo 4 Spielerinnen gegen 4 andere Spielerinnen in einem Scheveninger System antraten. Natürlich wurden auch bei der Online-Olympiade mitgespielt, aber das sind nicht dieselben Dinge. Gegen Ende 2020 hat Siegfried Baumecker dann den dringenden Wunsch geäußert, sich nach 12 Jahren Arbeit mit dem Jugendkader neuen Wegen zu stellen und hat ersucht, dass wir im Trainerteam die Position tauschen. Diesem Wunsch konnte ich mich des langjährigen Kollegen schlecht erwehren und so tauschten wir unsere Plätze und für mich begannen dann überhaupt neue Wege. Lasst mich aber nun kurz zurück zur Struktur des Teams gehen, mit dem ich von 2017 bis 2020 zusammengearbeitet habe. Das Team bestand in den meisten Zeiten aus 11 Spielerinnen. 3 davon waren Mütter mit 2 Kindern, die meisten Kinder waren ziemlich klein. 6 der 11 Frauen standen im Berufsleben, und zwar recht intensiv, und die anderen studierten und das ausgesprochen ernsthaft, sprich, alle Spielerinnen in unserem Kader waren Amateure und darauf muss man natürlich eingehen, darauf muss man Rücksicht nehmen. Trotz alledem, für Nationalspielerinnen gilt es natürlich, dass eine ernsthafte Einstellung zu erwarten ist und dass sie ernsthaft und auch entsprechend intensiv, entsprechend ihrer Lebenssituation an ihrem Schach arbeiten. Jedes Jahr im Sommer haben wir Trainingscamps und diese verwenden wir auch dazu, nicht nur um Schach zu trainieren, sondern auch um die allgemeine Teamentwicklung zu betrachten. Und hier sehen wir Aufnahmen vom Trainingscamp in Mariaalm 2019 und wir führten hier einen Diskussionsprozess über die Erwartungen an eine Nationalspielerin. Welche Erwartung hat der Verband an eine Nationalspielerin? Welche hat der Trainer? Welche haben die Spielerinnen und welche gemeinsamen Schnittpunkte gibt es hier? Aber ich präsentierte auch die Fördermaßnahmen durch den Verband. Das war ein Punkt, der für mich eigentlich ziemlich selbstverständlich war, dass jede Spielerin weiß, was der Verband bietet. Aber so klar war es dann doch wieder nicht. Und hier komme ich wieder zu dem Punkt zurück, den ich schon einmal angesprochen habe, nämlich der sehr klaren Kommunikation, die in einem Frauenteam mit Sicherheit eine wesentliche Rolle spielt. Lasst mich mal präsentieren, was der österreichische Schachbund für seine Kaderspielerinnen tut. Nun, es gibt einmal wöchentliches Training, das allen angeboten wird, das alle entsprechend ihrer Zeit annehmen können. Das ist für alle 11 Spielerinnen gleichberechtigt gewesen. Teilnahme am Sommertrainingslager, hier sind alle Spielerinnen eingeladen, ebenfalls zu den Wochenend-Workshops. Alle Spielerinnen bekommen die neuesten Chessbase-Versionen, die neuesten Engines von unserem Sponsor Chessbase zur Verfügung gestellt. Jede Spielerin wird umsonst mit Trainingsmaterial vom österreichischen Schachbund besorgt, der entsprechende Bücher, DVDs und dergleichen
besorgt und diese den Spielerinnen zur Verfügung stellt, natürlich auch in der Erwartung, dass die Spielerinnen dann damit arbeiten. Unser Frauenkader hat das Angebot eines Mentaltrainings, darauf bin ich schon eingegangen. Kommen wir nun zu den Turnierentsendungen. Zu der EM-Einzelmeisterschaft trachten wir danach, die drei stärkstmöglichen Spielerinnen zu entsenden, und hier bekommen die Spielerinnen alle Kosten bezahlt. Das hört sich vielleicht oder vielleicht auch nicht selbstverständlich an. Lasst mich hier sehr klar kommunizieren, dass es keineswegs, wenn man mit anderen Ländern spricht, selbstverständlich ist. Im Gegenteil, hier ist Österreich eine sehr große Ausnahme. Turnierentsendungen. Ja, zur Team EM oder zur Olympiade, das sind die wichtigsten Bewerbe, die es im Jahr gibt. Da versuchen wir natürlich, das Team mit den besten Erfolgschancen zu entsenden. Dieses Team wird durch den Trainer und durch den Sportausschuss nominiert. Zum Mitropa Cup versuchte ich stets 1 bis 2 Spitzenbretter zu stellen und 3 bis 4 Spielerinnen mitzunehmen, die nun weder bei der Einzel- noch bei der Team-EM starten konnten, um ihnen entsprechende Spielpraxis in einem Teambewerb zu vermitteln. Zur U20-Weltmeisterschaft entsendeten wir nur Spielerinnen mit Chancen auf Top-20-Platz. Und auch ansonsten gab es bezahlte weitere Turnierentsendungen, entsprechend den budgetären Möglichkeiten natürlich. Bei uns sah das in den letzten Jahren so aus, dass zumindest jede Spielerin ein bezahltes Turnier spielen konnte. Das heißt maximal mit 540 Euro ein 9-tägiges Turnier gedeckelt. Wenn noch mehr im Budget vorhanden war, dann konnten die stärkeren Spieler aber auch noch ein zweites oder ein drittes Turnier spielen, bei dem sie auch bezahlt unterstützt wurden, sonst konnten sie natürlich so viel wie möglich spielen. Bei wichtigen Bewerben, vor wichtigen Bewerben, hatten wir spezielle Trainingsmöglichkeiten mit Großmeistern, vor allem im Bereich der Eröffnung, zur Verfügung gestellt. Hier wurden alle Teilnehmerinnen an den entsprechenden Bewerben eingeladen. Und in Zusammenarbeit mit Sport Austria gab es jährliche sportmedizinische Untersuchungen, zumindest für die Spielerinnen, die das auch in Anspruch nehmen wollten. In Maria Alm haben wir dann eine Gruppenarbeit gemacht, um ein bisschen spielerisch mit diesem Thema Erwartungen und Leistungen für eine Kaderspielerin umzugehen. Aufgabenstellung an die Spielerinnen war: gesucht sind Spielerinnen für den österreichischen Frauennationalkader. Und du bist Präsidentin des österreichischen Schachverbandes. Du triffst dich mit 1 bis 3 Mitarbeiterinnen, um eine Stellenanzeige zu verfassen. Gesucht: Spielerin für das österreichische Frauennationalteam 2022. Beschreibe, was du dir von ihr erwartest, mit einer recht genauen Auflistung, und beschreibe auch, was für sie geboten wird. Und diese Ergebnisse möchte ich euch nun präsentieren. Und dazu möchte ich noch sagen, das sind die Ergebnisse von den Spielerinnen, aber auch meine Ideen, meine Erwartungen sind hier mit eingeflossen. Wir haben sie auf einer Flipchart festgehalten und dann schriftlich hier zu Papier gebracht. Nun, welche Leistungen erwarten wir uns von einer Spielerin des österreichischen Frauennationalkaders? Sie bringt ihre Stärken ins Team ein, sie will langfristig Teil des Teams sein, sie erstellt einen Turnierplan und spricht ihn mit dem Trainer ab. Sie ist emotional stabil bzw. arbeitet an ihrer Stabilität, auch im Zusammenhang mit Mentaltraining. Sie formuliert mit dem Trainer abgesprochene Zielsetzungen. Sie hat Potenzial und versucht es im Rahmen ihrer Lebensbedingungen auszuschöpfen. Also auch hier wird auf die Lebensumstände und darauf, dass sie eben Amateurinnen sind, eingegangen. Sie aktualisiert und pflegt regelmäßig ihr Eröffnungsrepertoire mit Unterstützung des Trainers. Sie arbeitet an der Steigerung ihrer Elo-Zahl als geraden Messer ihrer Spielstärke. Sie will gute Turnierergebnisse erbringen. Sie kämpft um Titel und Normen und sie spielt starke Turniere und versucht, dort starke Gegner zu bekommen. Welche Einstellung erwarten wir uns von einer Spielerin des österreichischen Frauennationalkaders? Wir erwarten uns, dass sie motiviert, verlässlich ist und Team Spirit zeigt. Dass sie die Bereitschaft zeigt,
an den für den ÖSB wichtigen Turnieren teilzunehmen, dass sie im Rahmen ihrer Lebensbedingungen regelmäßig an den Sommertrainingslagern und an anderen Trainingsmaßnahmen teilnimmt, dass sie regelmäßig und selbstständig an ihrem Schach arbeitet, dass sie offen ist in ihrer Kommunikation und auch zur Selbstreflexion bereit ist, dass sie eine optimistische Einstellung zeigt und Freude am Schach positiv ins Team bringt, dass sie eigene Ideen ins Team einbringt, dass sie seriös auftritt und sich seriös verhält, dass sie respektvoll mit den Teammitgliedern, den Trainern, den Funktionären und den Mitspielern umgeht und dass sie ihren Sport in verantwortungsvoller Weise repräsentiert. Wie gesagt, das sind die Ergebnisse aus der Feder der Mitspielerinnen, aus meiner Feder. Was ich sehr gerne verwende, zumindest ab und an, ist auch die Rückbefragung der Spielerinnen, sprich Feedback wird hier gesucht und soll gegeben werden, das auch in schriftlicher Form. Das ist auch immer sehr wichtig, um eine entsprechende Nachbereitung zu haben und dann die nächste Vorbereitung und die nächste Durchführung besser vollführen zu können. Ihr seht hier einen Feedbackbogen zu unserem Trainingslager in Mariaalm. Gefragt war Organisation, Bundessportzentrum, Eröffnungstraining, Trainingdynamik, Sportprogramm, Vorträge, Mentaltraining und Gruppenklima. Vielleicht ein paar kurze Erklärungen. Ja, um die Organisation ging es, um die Vorfeldorganisation und um die dortige Organisation. Bundessportzentrum, wie waren die Zimmer, wie war die Verpflegung, wie waren die Möglichkeiten, die man dort hatte. Eröffnungstraining hat Gabor Papp gemacht. Großmeister Gabor Papp nehme ich immer sehr, sehr gerne als Zweittrainer zu unseren Trainingslagern mit. Wir arbeiten dann in zwei Gruppen. In der einen Gruppe wird relativ individuell auf die Wünsche der Spielerinnen im Bereich der Eröffnung eingegangen, während die anderen Spielerinnen ein anderes Trainingskapitel mit mir machen. Und hier hatten wir 2019 den Schwerpunkt Dynamik. Es gibt ein großes Sportprogramm mit täglichen Einheiten. Die Spielerinnen waren diesmal auch aufgefordert, selbst Vorträge am Abend zu halten, wie zum Bereich Mentaltraining oder Schach und Ernährung und so weiter, zu dem sie auch entsprechende Unterlagen gehabt haben oder auch von mir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das Gruppenklima wurde gefragt. Und wenn wir uns nun die Rückmeldungen anschauen, so sehen wir, dass die eigentlich sehr positiv waren. 0 bis 5 wurde nie angekreuzt. Einmal gab es eine 6 zu den Vorträgen am Abend, ein paar wenige 7er und alle Rückmeldungen, kann man zusammenfassen, spielen sich in dem sehr guten Bereich 8 bis 10 ab. Zu diesem Trainingslager haben wir übrigens auch zwei Spielerinnen des deutschen Nationalkaders eingeladen und auch der Austausch mit diesen Spielerinnen und mit Gabor Papp, der ja von der ungarischen Seite seine Erfahrungen einbringt, zeigte mir, dass wir hier eigentlich ein sehr, sehr gutes Package für die Spielerinnen zusammengestellt haben und den Spielerinnen, denke ich, ist das auch mehr und mehr bewusst geworden. Was sehr wesentlich für ein Team und für Spielerinnen ist, ist die Auseinandersetzung mit Zielsetzungen. Zielsetzungen sind wesentlich. Wir müssen auf ein Ziel hinarbeiten und hier ist einerseits zu unterscheiden zwischen den Teamzielen und den individuellen Zielen. Was macht jetzt eigentlich eine Zielsetzung aus, damit es auch ein richtiges Ziel und nicht nur ein Wünschlein ist? Dazu muss es folgende Kriterien erfüllen. Es muss lohnend sein, es muss messbar sein, es muss motivierend realistisch sein, es muss in schriftlicher Form festgehalten werden, es sollte in der Gegenwartssprache formuliert sein. Also in 4 Jahren bin ich internationale Meisterin, in 4 Jahren habe ich 2300 Elo und so weiter. Es sollte positiv formuliert sein, also keine Negationen sollten hier gebraucht werden bei der Zielsetzung. Ich möchte euch ein paar Beispiele von unserem Trainingslager im Bundessportleistungszentrum Südstadt von 2017 geben. Hier wurden gemeinsame Ziele für den Frauennationalkader erarbeitet. In der einen Spalte 2017 sahen wir den Status quo und in der anderen unsere Ziele für 2021.
Nun, 2017, wie gesagt, starteten wir mit Länderplatzierung 37. Unser Ziel war, uns bis 2021 auf 25 zu verbessern, was wir mit Platz 26 2019 nahezu schon geschafft hatten. ELO-Durchschnitt hatten wir 2,173. Wir wollten uns auf 2,213 verbessern. Das hatten wir 2019 im Juni mit 2,211 auch so gut wie erreicht, aber dann nicht halten können. Der ELO-Durchschnitt der besten 6 Spieler soll auf 2,250 gesteigert werden. Das wurde nur kurzfristig erreicht. Wir wollten eine zusätzliche weibliche Großmeisterin bekommen. Das haben wir nicht erreicht. Drei neue weibliche internationale Meisterinnen, auch das nicht. Vier neue weibliche FIDE-Meisterinnen. Drei sind hier sehr, sehr rasch dazugekommen. Und insgesamt 12 Spielerinnen über 2050 Elo mindestens bringen. Auch das ist nicht ganz gelungen. Ja, weitere Zielsetzungen waren gute Zeiteinteilung, die mentale Stärke zu steigern, ein positives Teamgefühl und Frauenschach noch positiver in Szene zu setzen. Wobei wir uns aber auch nicht allzu sehr unter Druck setzen wollten, sprich, wir wollten diese Ziele erreichen. Es war aber jetzt kein Muss, aber es sollten definitiv Hilfestellungen für unser Training sein, um konsequent auf ein Ziel hinarbeiten zu können. Ja, was wurde erzielt? Was wurde nicht erzielt? Wir haben uns also um 11 Plätze in der Weltrangliste auf Platz 26 in unserer besten Zeit verbessern können. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schöner Erfolg und ein sehr, sehr schöner Sprung gewesen. Ebenfalls der ELO-Durchschnitt von 2211 im Sommer 2019 war eine richtig starke Leistung der Frauen und des Teams. Vielleicht die größte Leistung und die Leistung, die wohl noch lange wirken wird, ist, dass das Frauenschach in Österreich hervorragend in Szene gesetzt wurde und durch viele Nationalspielerinnen in exzellenter Weise repräsentiert wird, in einer Weise für die und um uns, die auch unsere Nachbarländer und viele andere Länder absolut beneiden. Trainingstagebuch. Ein Trainingstagebuch gibt einer Spielerin Hilfe, um zu sehen, was leistet sie eigentlich? Das ist in einer Rückschau auch etwas sehr Positives und unsere Spielerinnen sind eingeladen, Trainingstagebücher zu führen. Es ist kein Muss, aber ich denke, es ist ein sinnvolles Tool und diese Trainingstagebücher haben die Spielerinnen auch an den Trainer abgegeben. Sie wurden auf unterschiedlichste Art geführt. Ihr seht hier eine in einer Excel-Tabelle mit einer Angabe von Minuten, was wurde alleine trainiert, was wurde mit mir zusammen trainiert, was wurde an Sport trainiert und hier nochmal eine Aufschlüsselung im Bereich der Taktik, im Bereich der Eröffnung, der Strategie, der Endspiele, der Partieanalysen und sonstiges. Was auf jeden Fall in den letzten Jahren auch gelungen ist, ist, dass Schach in Österreich in der Öffentlichkeit ein viel, viel höheres Ansehen bekommen hatte, als es jemals zuvor hat. Und ein Großteil davon geht auf den ehemaligen Präsidenten Christian Hurski zurück, der von 2017 bis 2021 sich mit einer unglaublichen Arbeitskraft hier eingebracht hat und viele Verbindungen hergestellt hat. Zum ersten Mal gelang es, dass ein österreichisches Team zu einer Schacholympiade vom Präsidenten verabschiedet wurde. Und hier sehen wir diese sehr wundervolle Begegnung mit Van der Bellen in der Hofburg, der unsere Spielerinnen wirklich hier sehr ermuntert, sehr aufgebaut hat. Und das war natürlich wirklich eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Wichtig für uns ist auch die Kooperation mit Sport Austria. Einerseits auch, um noch viel mehr bewusst zu machen und viel mehr in die Köpfe der breiten Schachöffentlichkeit, der Funktionäre zu bringen, dass Schach Sport ist, aber eben auch mit ganz vielen praktischen Nutzen für unsere Kaderspielerinnen. Seit 2019 besteht eben diese spannende Kooperation mit Sport Austria. Durch die Corona-Krise wurde sie etwas unterbrochen, aber ich denke, das ist etwas, an dem sicherlich weitergearbeitet wird.
Nun, was wird geboten? Ein jährlicher sportmedizinischer Gesundheitscheck, der für unsere Spielerinnen gratis ist. Eine individuelle Erarbeitung eines Ausdauertrainingsprogramms, eine individuelle Erarbeitung eines Krafttrainingsprogramms und eine Ernährungsberatung, also ein hervorragendes Service, wie es allen Spitzensportlern in Österreich zur Verfügung steht, so auch unseren stärksten Frauen. Ja, damit möchte ich mich ganz herzlich bei Lilly Hahn und bei der Deutschen Schachjugend bedanken, die diesen ECU-Kongress, dieses Wochenende für Mädchen- und Frauenschach mit zahlreichen Aktionen in fantastischer Weise gestaltet haben. Und euch danke fürs Zuhören. Wenn euch der Vortrag gefallen hat, dann liked ihn ruhig. Und bis zum nächsten Mal und liebe Grüße aus Wien.